Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein neues Video von mir. Heute geht es um meinen Rossmann-Einkauf. Ich war nämlich gestern endlich mal wieder bei Rossmann und habe da einige sehr, sehr schöne Produkte gekauft. Ich komme nicht so oft zu Rossmann, wie ich gerne hingehen würde, weil der für mich ein bisschen ungünstig liegt. Also bei mir in der Stadt ist es so, wenn ich zu DM fahre, habe ich direkt vor dem Laden einen Parkplatz. Ich muss nicht lange suchen und ich kann die Einkäufe schnell verstauen. Der Rossmann ist bei uns in der Innenstadt, wo die Parkplatzlage nicht ganz so günstig ist. Also meistens muss ich dann halt zu Fuß hingehen und das ist, wenn man viel kaufen will, halt nicht besonders vorteilhaft, wenn man danach die schweren Einkaufstüten nach Hause schleppen muss. Zum Beispiel, wenn man schwere Produkte kaufen muss, wie zum Beispiel ja, Spezialsalz für die Spülmaschine oder Waschpulver oder mehrere Flaschen zum Beispiel für ja, Wasserenthärter oder Weichspüler und so weiter, dann können Einkaufsbeutel halt schon mal ziemlich schnell sehr schwer werden. Und das mache ich dann ungern hier bei Rossmann. Es gibt natürlich noch andere Rossmann-Filialen in der Umgebung. Und wenn ich dann zum Beispiel woanders hinfahre und da vorbeikomme, dann mache ich halt auch gerne einen schönen größeren Rossmann-Einkauf. Jetzt habe ich einen etwas kleineren Rossmann-Einkauf gemacht, aber der ist trotzdem sehr, sehr lohnenswert gewesen. Und natürlich möchte ich euch gerne die Produkte zeigen, die ich eingekauft habe. Und fangen wir an mit dem ja mit Abstand teuersten Produkt, das ich mir holen wollte, weswegen ich auch hauptsächlich zu Rossmann gegangen bin, nämlich von Bionic Repair die Zahnmilch. Die kostet 6,95. Das ist natürlich eine Hausnummer für eine Mundspülung, aber die von Meridol und Listerin, also gerade von Meridol ist halt auch relativ teuer und Listerin ist auch nicht so günstig und die ist halt wirklich sehr, sehr gut. Also die Zähne fühlen sich danach richtig toll glatt an, man hat ein schönes, frisches Gefühl im Mund und ich hoffe natürlich, dass ich für meinen Einsatz von solchen Produkten ganz demnächst bei der professionellen Zahnreinigung auch ein Lob kriegen werde, dass ich mich so gut darum gekümmert habe. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Produkt und deswegen ja, habe ich es mir halt gegönnt. Ich habe dann auch wieder die Rossmann-App verwendet, kann ich euch auch sehr empfehlen. Da gibt es praktisch so einen Dauercoupon, wo man 10% Rabatt auf den Einkauf bekommen kann. Es gibt dann natürlich auch noch andere Coupons, wo man dann irgendwie nochmal ein paar Euro sparen kann. Oder wenn man zwei Produkte von einer Sorte kauft, kriegt man das günstigere gratis oder irgendwie sowas. Aber mit der App an sich kriegt man schon mal 10% Rabatt auf den Einkauf. Und das lohnt sich halt wirklich. Sagen wir mal, bei so einem Produkt habe ich dann halt rund 65 Cent Rabatt bekommen. Das ist dann zwar immer noch teuer, kostet dann immer noch etwa 5,80 €. Aber man spart halt, wie gesagt, ein bisschen was. Und gerade wenn man einen größeren Einkauf hat, kann man wirklich da einige Euros sparen. Und ich sag mal, bei den heutzutage geltenden Preisen ist man doch wirklich ganz froh, wenn man das ein oder andere Schnäppchen machen kann. Deutlich weniger teuer war dieses Produkt, was ich mal wieder nachkaufen wollte, für 2,79 €. Entschuldigt bitte, dass ich so lange runtergeguckt habe. Ich habe hier den Kassenbon, um euch halt noch sagen zu können, was die Produkte gekostet haben. Und manchmal finde ich den nicht auf den ersten Blick. Ich habe mir auf jeden Fall den Raumduft von Domol für, wie gesagt, 2,79 € nachgekauft. Den habe ich super, super gerne im Bad, weil der halt wirklich richtig angenehm und frisch riecht. Also ich bin halt, wie gesagt, so ein totaler Duftmensch. Also ich mag es einfach, wenn es in der Wohnung gut riecht, wenn ich selber gut rieche. Und deswegen habe ich halt diese Raumdüfte, die auch immer recht dezent sind, wirklich sehr, sehr gerne. Und auch gerne in den Räumen unterschiedliche Düfte. Im Wohnzimmer habe ich einen, im Flur habe ich einen, stimmt, und im Bad. In Küche und Schlafzimmer nicht. Also im Schlafzimmer wäre mir das wahrscheinlich zu intensiv. Da will ich dann ja auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Da möchte ich keinen interessanten, anregenden Duft haben, aber im Bad hier so einen richtig schönen, frischen Meeresduft. Also da kann ich halt einfach nicht widerstehen. Dann habe ich ein Produkt gekauft, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wo ich mich aber sehr gefreut habe, dass ich das gekriegt habe. Und zwar war die stark runtergesetzt auf 5 € von Catrice, die Weihnachtslidschattenpalette. Die ist jetzt noch komplett original verpackt. Ich gucke mal, ob ich die hier aufkriege, damit ich die euch zeigen kann. Die hat nämlich einige richtig schöne, oh, jetzt raschelt es erstmal, schimmernde Farben. Also erstmal die Verpackung ist ja auch super, super schön in dieser tollen, glitzernden, goldenen Verpackung hier mit diesem kleinen Nussknacker mit drauf.
ist auch noch die Versiegelung drauf, aber ich habe hier ja eine Schere, wo ich gegen sowas schnell vorgehen kann. So, ja, ich habe hart gearbeitet, um an die Farben zu kommen. Halt wirklich super, super schön. Also die ist total farbenfroh. Hier unten dieser tolle schimmernde Blauton hat mich interessiert. Und dieses Dunkelblau, das sieht ja auch wirklich mega, mega spannend aus. Und dann dieser tolle, intensiv schimmernde Goldton. Und darüber dieser Bronzeton, die Rottöne sind auch, also gerade dieser bärige Ton, total schön. Also da freue ich mich schon total drauf, ein... Ja, richtig tollen, farbintensiven Look. Ich wundere mich gerade über den Spiegel, warum der so trüb ist. Da ist so eine Schutzfolie drauf. Also ich habe schon gedacht, so, kann ich mich auf einmal nicht mehr im Spiegel sehen? Bin ich zum Vampir geworden? Nee, ist eine Schutzfolie. Aber wohl die Vampirtheorie ist nicht ganz so weit hergeholt. Ich bin nämlich allergisch gegen Knoblauch. Das ist auch relativ skurril. Also sobald im Essen Knoblauch drin ist, kriege ich halt wirklich Atemprobleme. Was super ätzend ist, weil Knoblauch total lecker ist, aber ich vertrage es überhaupt nicht. Und ich habe auch noch eine Sonnenallergie. Also ich zerfalle nicht gleich zu Staub, aber ich bin halt wirklich allergisch. Also ich kriege dann Pusteln und Flecken und meine Haut spannt und juckt und so weiter. Also deswegen, die Vampirtheorie ist nicht ganz weit hergeholt. Deswegen war ich gerade sehr irritiert über das nicht vorhandene Spiegelbild. Aber zurück zur wunderschönen, schimmernden Lidschattenpalette. Die werde ich... ganz, ganz bald ausprobieren, weil ich habe die auch schon gesehen, als die in der Limited Edition in diesem kleinen Aufsteller mit drin war und dachte so, wow, so eine schöne farbenfrohe Palette, das ist doch wirklich was für dich. Aber dann war die mir irgendwie, die war halt nicht wahnsinnig teuer, aber ich dachte so, ach komm, so dringend brauchst du sie auch nicht. Aber jetzt für 5 Euro habe ich sie mir doch mitgenommen und ja, mal schauen, welche schönen Looks ich damit so schminken kann. Dann habe ich mir mitgenommen ein Produkt, das ich letztens zerstört habe. Und zwar ist das von Isana, das Intensivserum mit Q10. Das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir wirklich gut gefallen. Aber dann ist mir der Flakon runtergefallen und ist leider bei mir auf den Fliesen zersprungen. Und ich hatte erst... Ich hatte das eine Woche oder so verwendet, also es war noch fast voll und dann konnte ich es halt nicht mehr verwenden. Also es war halt viel Produkt, wo ich gedacht habe, okay, kannst du es vielleicht irgendwie in anderen Tiegel umfüllen mit einem Löffelchen oder so, aber dann waren überall auch ganz viele kleine Glassplitter und dann dachte ich, nee, das ist mir jetzt zu gefährlich, wenn ich mir nachher Produkt mit kleinen, auch wenn es nur minimale Glassplitter sind, ins Gesicht reibe und nachher mir irgendwie ja in die Haut schneide. Habe ich dann lieber entsorgt und aufgewischt. Aber das hat mir echt irgendwie wehgetan, weil ich das Serum wirklich gerne mochte. Habe ich mir jetzt nachgekauft. Das ist erfreulicherweise auch nicht teuer. Das kostet nur 1,99 €. Und ich habe schon gleich überlegt, ob ich mir gleich mehrere mitnehme. Aber nee, habe ich erstmal einmal mitgenommen. Und wenn jetzt dieser positive Ersteindruck, den ich hatte, sich wiederholt, dann werde ich das wahrscheinlich dauerhaft immer mal wieder nachkaufen. Ich habe mir eine neue Handcreme mitgenommen. Die hat gekostet, muss ich mal kurz gucken, 89 Cent. Das ist die mit Handcreme mit Arganöl und Bio-Orangenblüte. Arganöl finde ich ist ein schönes Produkt für die Haare, verwende ich regelmäßig. Und mit Orangenblüte kriegt man mich natürlich immer. Ich mag alles, was irgendwie nach Orange duftet. Und probieren wir doch auch gleich mal diese Handcreme zusammen aus, ob die denn hoffentlich so gut duftet, wie ich mir das vorgestellt habe im Laden. Okay, riecht... deutlich weniger orangig, als ich das jetzt gedacht habe. Also riecht eher so ein bisschen nussig und leicht süß. Also ich rieche jetzt eigentlich keine wirklich Orangennote mit raus. Aber es ist trotzdem angenehmer Duft. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht. Ich habe irgendwie nur was anderes erwartet. Was aber, wie gesagt, gar nicht schlimm ist. Es riecht ja trotzdem sehr, sehr gut. Ich habe noch eine andere Handcreme gekauft, die ich jetzt gar nicht auf dem Kassenbon finde. Muss ich mal kurz schauen. Das ist sie nicht, das ist sie nicht, das ist sie auch nicht. Die ist nicht auf meinem Kassenbon. Ich bin irritiert. Hat vielleicht die Kassierin vergessen abzuziehen. Ich habe mir noch eine zweite Handcreme von Isana mitgenommen. Das ist die Handcreme Velvety Flower mit einem samtig floralen Duft und Kakaobutter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was die gekostet hat. Ich glaube auch irgendwas um den Dreh, so 79, 89 Cent. Aber sie ist tatsächlich nicht auf meinem Kassenbon. Ich bin verwirrt. Nee, ist nicht drauf. Okay, dann habe ich versehentlich ein Gratis-Produkt bekommen von Rossmann. Also ist nicht keine Absicht gewesen, falls irgendjemand von Rossmann zuguckt. Ich habe die nicht geklaut, das ist irgendwie nur vergessen. Aber ich
Ich bin halt großer Rossmann-Fan. Also ich klaue nicht bei Rossmann, keine Angst. Ich probiere sie trotzdem mal gleich aus und hoffe natürlich, dass es auch ein schöner Duft ist. Ja, riecht auf jeden Fall sehr blumig, ein bisschen herb. Erinnert mich tendenziell eher so an so ein Männerparfüm. Also diese herbe Unternote. Aber gefällt mir insgesamt eigentlich auch ganz gut. Also die hier ist ein bisschen süßlicher, die hier ist ein bisschen herber und markanter. Gefällt mir aber auch ziemlich gut. Kann ich aber jetzt auch überhaupt nicht drüber meckern, weil wie gesagt, habe ich ja versehentlich gratis bekommen. Dann habe ich mir ein paar Pflegekapseln mitgenommen für jeweils 79 Cent. Und da habe ich mir gleich drei Sorten mitgenommen. Und zwar habe ich einmal die Q10 Pflegekapseln mitgenommen. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Die haben mir auch ziemlich gut gefallen. Die waren schön pflegend, gerade abends. Dann habe ich auch mitgenommen für abends die Pflegekapseln mit Macadamiaöl und Vitamin E. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die schon mal hatte. Und hier bin ich mir sicher, dass ich die noch nicht hatte. Das sind die Retinol Booster Night and Beauty Pflegekapseln. Bin jetzt momentan dazu übergegangen, immer abends solche Pflegekapseln zu verwenden. Einfach um nachts meine Haut, wenn ich ja sowieso nur rumliege und schlafe, einfach noch die Gelegenheit zu bieten, einfach zu regenerieren. Und tagsüber ist man ja einfach unterwegs, in Stress, ist es kalt, Heizungsluft und so weiter. Natürlich mache ich auch morgens meine Pflegeroutine, aber abends denke ich mir, okay, jetzt kann meine Haut ein bisschen entspannen. Ich komme natürlich dann auch runter. Wir haben jetzt sozusagen Feierabend und da möchte ich meiner Haut halt mit solchen Pflegekapseln noch eine schöne Extrapflege gönnen. Ich habe aktuell Pflegekapseln von Balea mit Retinol im Anwendung. Und die von Isana werde ich dann in den kommenden 3 Wochen verwenden. So eine Packung reicht halt immer für eine Woche, sind 7 Kapseln drin. Und ich finde, halt 79 Cent für eine Woche Hautpflege abends kann man sich definitiv mal gönnen. So gar noch günstiger waren die Crememasken von Isana, die ich mir gegönnt habe, nämlich 45 Cent pro Stück, habe ich mir einmal die Crememaske mit Avocado und Retinol mitgenommen. Erstmal, Retinol ist momentan ein Inhaltsstoff, den meine Haut sehr, sehr gut verträgt, wo sich meine Haut wirklich sehr gut danach anfühlt. Und Avocado liebe ich sowieso total. Also sowohl als Duft als auch zum Essen. Und überall, wo Avocado drauf steht, bin ich sowieso erstmal total interessiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist da Avocado und Retinol drin. Also das kann ja nur super sein. Deswegen habe ich die mir mal mitgenommen, um auszuprobieren, ob sie denn hoffentlich so gut ist, wie ich mir das vorstelle. Dann habe ich mir noch eine zweite Maske mitgenommen. Und zwar die Calming Panthenol-Maske. Die ist mit Panthenol, wie der Name schon sagt, Allantoin und Bisabolol. Sagen mir jetzt beide erstmal nichts, die Inhaltsstoffe, aber werde ich mal ausprobieren und schauen, wie diese Masken mir so gefallen. Ich versuche momentan wieder so ein bisschen mehr Crememasken in meine Pflegeroutine mit rein zu bekommen. Ich habe eine Zeit lang jetzt fast ausschließlich Tuchmasken verwendet, die auch toll sind, die richtig Spaß machen und ja auch die Haut gut pflegen. Aber ich habe da irgendwie meinen kleinen Vorrat an Crememasken so ein bisschen vernachlässigt. Und jetzt versuche ich mindestens einmal die Woche eine Crememaske zu machen. Also ich mache in der Regel zweimal die Woche eine Maske und will das jetzt so machen, dass ich bei einer Gelegenheit eine Tuchmaske nehme und bei der anderen Gelegenheit dann eine Crememaske. Mein drittes Mal könnte ich das auch definitiv machen. Also da würde sich meine Haut jetzt wahrscheinlich auch nicht drüber beschweren. Aber wie gesagt, ich will jetzt halt einfach auch wieder mehr Crememasken in meine Pflegeroutine mit einbauen. Und deswegen habe ich mir jetzt halt solche motivierenden Avocado-Masken mitgenommen, weil wenn mich einfach der Inhaltsstoff oder die Verpackung auch manchmal einfach motiviert, das zu verwenden, dann klappt das halt mit dem ja, Einbetten in die Routine wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher. Dann habe ich mir ein Produkt mitgenommen, das ich mir jedes Mal mitnehme, wenn ich bei Rossmann bin, den Isana Pure Toner. Ich liebe den total, kostet 1,99, ist halt wirklich ein toller, günstiger Toner und pflegt die Haut so gut. Also seitdem ich diesen Toner verwende, ist meine Haut wirklich besser geworden, viel klarer. Ich habe weniger Rötungen, eigentlich so gut wie gar keine Pickel mehr. Kann natürlich auch so ein bisschen mit dem Niacinamid-Serum in Verbindung stehen, das ich auch regelmäßig nehme. Also meine Haut ist insgesamt, seitdem ich wirklich gut abgestimmte Produkte verwende,
sehr, sehr viel besser geworden. Ich hatte sonst immer Probleme mit Pickelchen, mit Rötungen oder Unterlagerungen und so weiter. Und mit der Zeit habe ich jetzt irgendwie Produkte für mich gefunden, die einfach gut miteinander harmonieren. Und seitdem ist mein Hautbild viel, viel besser geworden. Und ich denke, dazu hat der Toner auf jeden Fall einiges beigetragen. Und damit das so weitergeht, habe ich ihn mir jetzt nochmal mitgenommen. Ein Produkt, das ich ebenfalls immer gern mitnehme, wenn ich bei Rossmann bin. Für 2,49 ist von Riva Loves Me der Skin Optimizer Under Eye Concealer. Ich liebe diesen Concealer total. Den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Der deckt richtig, richtig, richtig gut ab, sei es Augenringe oder irgendwie kleine Leberflecke oder sowas. Lässt sich mega toll verblenden. Er ist relativ flüssig, also nicht so pastig, wie manche Concealer sind. Also deswegen kann man den auch ein bisschen antrocknen lassen und er verzeiht einem, dass auch wenn man das kurz vergessen hat, noch eine Minute, dass man den trotzdem noch gut verblenden kann. Einige Concealer sind ja dann irgendwie schon so angetrocknet, dass man das eigentlich im Prinzip vergessen kann mit dem Verblenden. Der ist also deswegen sehr anwender- und auch einsteigerfreundlich. Es gibt leider nicht allzu viele Farben, halt nur 4 Shades. Das ist natürlich nicht besonders viel, aber wenn ihr Glück habt, dass eure Haut zu einem dieser 4 Farbtöne passt, kann ich euch den wirklich nur ins Herz legen. Bei mir passt halt die hellste Farbe, 01 Light Natural, optimal, da habe ich wirklich Glück gehabt. Falls ihr irgendwie einen deutlich anderen Hautton habt, es ist natürlich ärgerlich, aber bei solchen günstigen Drogerieprodukten, naja, ich erwarte dann halt auch einfach nicht, dass so wahnsinnig viele Farben auf dem Markt sind, weil irgendwo muss der Preis ja herkommen. Und wenn sie von diesem Concealer, ja, 25 Farben anbieten würden, dann könnten die halt wahrscheinlich diesen Preis von 2,49 auch einfach nicht halten. Deswegen kann ich da so ein bisschen drüber hinwegsehen, während ich bei einem Concealer, der 10 Euro kostet, natürlich dann einfach schon ein bisschen erwarte, dass einfach so ein bisschen große Auswahl ist, auch mit verschiedenen Untertönen von der Haut. Aber bei so einem günstigen Drogerieprodukt denke ich, okay, die müssen halt wirklich gucken, was man in der Preisspanne machen kann. Und für den Preis ist das halt einfach ein absolutes Top-Produkt. Also ich bin total begeistert und kaufe den immer wieder sehr, sehr gerne nach. Dann habe ich mir noch eine Bodylotion mitgenommen, die sehr angenehm gerochen hat. Ich habe im Laden so ein bisschen dran geschnuppert und wir cremen auch gleich noch mal ein bisschen so den Arm ein, damit ich mir noch einen besseren Eindruck verschaffen kann, als nur an der Tube zu schnuppern. Es ist die Bodylotion Kaschmir Vanilla mit Vanilleduft und Kakaobutter. Also lässt sich auch erstmal super gut verteilen. Also das ist schon mal sehr, sehr vielversprechend. Ich habe das immer gerne, wenn Bodylotions halt nicht weißeln, sich schnell einziehen und irgendwie so gleich so ein samtiges Hautgefühl hinterlassen. Und der Duft ist auch schön. Also eindeutig nach Vanille. Kakaobutter rieche ich jetzt nicht raus, aber ich weiß auch nicht, ob Kakaobutter so einen intensiven Eigengeruch hat. Vanilleduft ist auf jeden Fall vorhanden. Also gefällt mir so erstmal beim ersten kleinen Test ein Creme auf dem Unterarm ziemlich gut. Die werde ich auch gleich mit ins Bad schleppen und mich dann wahrscheinlich gleich morgens nach dem Duschen dann eincremen und mal schauen, ob der positive Ersteindruck sich dann auch bestätigen kann. So, das war es auch schon wieder mit meinem Rossmann-Einkauf. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch den einen oder anderen guten Tipp geben, worauf ihr bei eurem nächsten Rossmann-Einkauf mal drauf achten könntet. Wir sehen uns auf jeden Fall schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon total auf euch. Bis dahin, eure Ramis.